Hallihallo. Ah, da sind wir wieder. Hört er uns? Hallo. Oh, hört man was? Doch, Pegel ist da. Sieht gut aus. Ah, Mensch, geil mit dem Logo da im Hintergrund. Jo, guten Abend. Ihr seid schon wieder am Quatschen hier. Zu früh dran. Früh dran heute. Oh ja, 2 Minuten. Ja, okay, sorry. Sollen wir noch kurz Kaffee trinken? Sollen wir? Komm. Ja, komm. Bis gleich. Nein. Alles gut. Ja, Nabe nach Speyer, genau. Nabe in die Welt. Also genau, ja, wir haben jetzt Porsche. Ja, geht alles schneller jetzt. So schaut's aus. Was gibt's Neues? Was gibt's? Was haben wir denn? Online-Games haben wir? Die haben wir, ja. Ja, Lukas hat sich heute ein bisschen hübsch gemacht. Nein, ja, Lukas ist mal wieder im Urlaub. Der Glückliche, Mensch, hat immer Urlaub irgendwie. Ne? Ja, aber sei ihm mal gegönnt. Ist, man kriegt es halt immer mit, wenn er Urlaub hat. Ne? Der darf einfach kein Mittwoch keinen Urlaub mehr machen. Er muss gucken, dass er irgendwie immer so von Donnerstag bis Dienstag. Ja, wie willst du denn dem das vermitteln? Hm? Schauen wir mal. Ist ja, mir ist wurscht. Ich muss er mit leben. Gut. Ah, da kommen schon wieder Fragen in alle Richtungen rein. Ja, sehr schön. Ja, Leute, komm, wir machen ein bisschen Online-Games heute. Und haben natürlich auch so ein paar andere Themen, wie immer. Und wisst ihr, wenn ich dabei bin, sowieso gerne Fragen in alle Richtungen. Aber natürlich gibt es ja auch gerade so ein paar aktuelle Themen. Da kommen wir gleich noch zu. Das habe ich gerade schon gelesen, bevor es weg ist. Warsteiner, ob es den nochmal gibt. Wir haben die letzten bekommen, die wir bekommen konnten. Wir sind nicht ganz auf die Stückzahl gekommen, die eigentlich limitiert war. Das sind also einige weniger. Und habe ich ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, sind jetzt alle ausgeliefert oder werden jetzt alle so weit, dass alle, die gewartet haben, ohne noch irgendwie eine Karosserie oder Teile getauscht werden oder wo überhaupt das Fahrzeug noch gefehlt hat, die werden jetzt alle bedient. Und erst wenn da alles passt und keine Reklamation und nichts mehr da ist, wenn wir sicher sind, dann schauen wir mal, was wir noch über haben. Und dann könnte es mit etwas Glück passieren, dass dann nochmal ein paar Stück verfügbar werden. Das wäre der Hammer. Aber da werden wir euch natürlich dann gegebenenfalls zu gegebener Zeit informieren, ne? Ganz klar. So, also. Der Stream füllt sich immer mehr, das ist schön. Gut. Ja, Ersatzteile sind tatsächlich auch im Anflug, ihr werdet es nicht glauben. Das hat zwar ein bisschen auch länger gedauert, aber auch das. Also alles so langsam ein bisschen in Bewegung und am Werden, von dem her. Krämerschuh hin. Ne? So, aber jetzt Attacke. Jetzt würde ich sagen, bevor wir da gleich von den Fragen einsteigen, hebt es euch auf für später. Lassen wir erstmal kurz den Licht machen, nämlich. Bisschen zocken und danach schauen wir weiter, ne? Was hatten wir denn letztes Mal? Den Rallye-Mix. Rallye-Mix war... Boah, zeig mal die Strecke, wollte gerade sagen. Ah, ja, ja. Das war der Lauf? Ja, schöne Geschichte. Wie fandet ihr den? Hab ich doch schon gesagt, schön. Nein, der kommt hier auch, guck mal, der war schön, ja. Ja, ich fand den auch mega, der hat echt Spaß gemacht, der war... Ist halt immer das mit dem Untergrund umschalten, ist eigentlich so, ja, mein Ding auch hier mal an der Stelle. Genau, das macht es eben abwechslungsreich, genau. So, steigen wir direkt ein? Ja, easy war der nicht, ne? Der war schon tricky. Ja, komm, wir gucken uns mal hier grob die Zeiten an. Mal gucken. So. Oh, was haben wir denn, haben wir was gewettet? Getippt hatten wir, so. Ach, ich bin nicht fein raus, war ich nicht bei. Sehr ja. Gut. Komm, wir gucken jeder mal. 1-1 mal wieder. Okay. Naja, gut, okay. Also da war da optimistisch, ne? 1,5, gut, da will ich füllen. Da sieht man schon, da sind wir in Division 5 schon geknackt. Ja, Moment. Wir sind ja ganz unten gerade. Oh je, scroll mal hoch. Gut einen draufgelegt. Scroll mal hoch. Also in der 4, gut, okay. Die 1,5 ist schon eine Ansage scheinbar. Die ist hier auch nicht. Aber waren auch, doch, ungefähr gleich viele Teilnehmer. Ja, ja. So, dann gucken wir mal her. Uiuiui, jetzt purzelt's. Ja. 1-2, damit sind wir schon mal beim Christian irgendwo, ne? Mhm, aber da geht noch was, ja, habe ich schon gesehen. Der hat 1-1, ich fürchte mal, ein Friederchen hat mal wieder 1. Oh, nee. Das ist Division 2 noch, ne? Nee, okay. Ja. Also Friederchen hat schon mal gewonnen, eins, was klar ist. Du kannst sagen, wo sind die Division 1 hin? So, und da sind wir mit. Ach, Leute. Ja. Das ist eine Aussage, ne? Okay, das müssen wir uns aber anschauen. Das ist ja nicht einer, sondern schau mal, da haben wir eine 57 oder eine 58 ist es ja eigentlich, eine 59, 59, 9. Also, boah. Ich habe ja schon mal so eine kleine Vorauswahl getroffen. Ach, guck. Also. Ja.
dann lass. Bestens dann vorbereitet, aber dann wir können in Division 1 gerne nochmal reingucken. Unterhalte uns doch mal. Mach du so, wie du denkst. Was haben wir so, hier? Gucken wir hier erstmal Division beim Eifelgecko rein. Division? 5. Was, 5? Hm? Wo ist er? Nee. Da, Division 3. Division 3. Zweiter okay. Platz. Okay, okay. Season 5. Oh. Wollen ja was hören, natürlich. Sound ist auch da. Oh ja. Das ist aber auch nice. Das ist aber auch nice. Das ist aber neu, das Nintendo. Das habe ich noch nicht gesehen, oder? Mhm. Wo ist er? Da hinten. Video läuft. Mhm. Schön eng. Eieiei. Also das sieht ja schon schnell aus. Ne? Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt der Gewinner gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja klar, mega Lauf, perfekt, viel besser geht's nicht. Eieiei. Es ist sehr... Leute. Ihr habt keinen Sound. Gut. Das ist aber schade. Na, hier ist. Das musste da kommen. PC, war das PC gerade sein? Hört ihr jetzt was? Bing, schön. Das muss sein, ne? Du bist der, nö, hör nix. Hm. Lukas, welcher Schieber ist es? Lukas, helf uns. Zuhörst. Ja, aber klasse Run, ne? Ey, Leute. Also mal ernsthaft. Ich meine, ich müsste ja eigentlich jetzt hinstellen und sagen, ja klar, ist ja mein Produkt, muss so geil gehen, logisch, ne? Alles ohne Ton, aber uns hört er schon noch, oder? Ja, gut. Muss ja so funktionieren, ist ja auch so. Ey, wenn ich so ein Video sehe, dann denke ich wieder, okay, scheiße, das Produkt kann Dinge, die hätte ich eigentlich, wo ich es entwickelt habe, für nicht möglich gehalten. Mhm. Einfach aufgrund dessen, dass wir ja immer noch hier einfach diese ich sag mal, Schwelle haben, Mobile-Welt, also Simulation und dann nochmal in die Realität hinaus mit entsprechender Übertragung, mit den ganzen Toleranzen, die auch irgendwo das Fahrzeug und so weiter haben muss. Wenn du so präzise um diese Dinger rumballern kannst, dann ist das schon eine Ansage, was die Technik inzwischen einfach kann. Also ich hätte das damals, wo ich es entwickelt habe, nicht für möglich gehalten. Und ich finde es immer wieder geil, wenn ich sehe, wie da nicht nur einer, der jetzt der Uber-Guru ist, sondern ich meine, wie viele da schon so fahren. Und ich meine, ihr seht es ja, auf dem Level mit so einer Präzision das Ding da abfahren, zum Kurs abzufahren. Ich sag mir ein anderes, ich sage jetzt nicht, dass ich nicht wieder auf die Fresse kriege, sag mir ein anderes Produkt, ein Spielzeugprodukt, mit dem das in der Form so möglich ist. Bin ich raus. Mega. Ja, doch. Schon cool. Spaß auf mich. Ja, nein. Zu Recht. Alles gut. Ist geil, Leute. Also unglaublich, wie ihr da fahrt. Und jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Warte mal. Der Drift Chapel fährt jetzt. Was haben wir, Können wir gleich nachholen, ja, okay. Gucken. Okay. Ah ja, richtig, das hatte ich eben gar nicht gesehen. Da hinten muss man ja um den links, um den Schotter noch außen rum, ne? Jetzt höre ich aber den Sound ohne mich. Ah, das ist ganz laut, ja. Hört ihr den Sound? Unfassbar, wie das geht, ey. Ja, genau, da hinten muss man das Kiesbett erstmal außen rum. Wow, da haben wir gerettet irgendwie hier. Ah, jetzt haben wir Sound. Jetzt geht's? Jetzt geht's. Aber. Also. Sag jetzt mal mehr Gewalt, also noch brutaler am Gas die ganze Zeit, aber auch nicht so präzise wie der Lauf davor. Ne? Also, nicht mehr Zeit, das war. Also nicht präzise in Anführungsstrichen, ne? Also waren ein, zwei Stellen, wo es knapp war, wo er auch einmal retten musste, was er aber auch sauber gemacht hat. Ne?
Was haben wir da für eine Zeit geworden? Lass mal gucken. Ja. Steht hier oben auch eine 1-3. Okay, davor war es eine 1-2, oder? Mhm. Ja, okay, gut, dann passt ja. Ich habe jetzt gedacht, das wäre jetzt, weil du nachzeigst und schneller rauf, hätte mich jetzt ein bisschen gewundert. Ich meine, 1-3 hat von uns auch keiner gefahren, denke ich mal, oder? Was hat die so? Nee. War auch mega gefahren. Und weil die einmal richtig gut gerettet wurde, dass so weit rauskam, dann voll auf den Pinsel und gib ihm. Na gut, passt. So, und der Chapel ist gefahren in Division 2. Mhm, ja. Aber mit 1-3, da bist du ja schon wirklich ganz vorne auch dabei, ne? Mhm. So, was haben wir hier? So, hier sind wir jetzt beim Dirk V. Okay, gut, jetzt machen wir kurz. Ja, die 57 ist schon eine Aussage, ne? Okay. Ah, da habe ich schon was gesehen, wo er Zeit geholt hat. Definitiv. Boah. Genau auf den Punkt, ne? Aber sowas anfliegen von. Und dann einfach zack, eng bleiben. War da auch schön drauf gehalten unten drin. Brutal. Oh. Ja, okay, man sieht schon, wo es herkommt, ne? Also auch hier wieder ganz vorsichtig, überhaupt nicht überfahren, das Auto. Boah, da halt volle Kanne, volles Risiko. Wie er da unten durchzieht, ne? Mhm. Da war jetzt ein kleiner das, Schlenker da war, drin. Da war ein Schlenker, der hat sich ein bisschen gekostet, ja. Aber ist bei euch noch? Oh, ich glaube, das war ein Videofehler. Das holen wir nach. Ja. Die letzte Runde, ja, läuft. Nee. Wie ein Uhrwerk, ne? Brutal. Nee, das Video. Hm. Da kann man nichts machen. Da hängt die Datei. Aber gut, so what? Aber Alter. Trotzdem. Echt krass. Grandios, Leute. Sollen wir uns noch einen aus der Division 1 angucken? Ganz kurz nochmal, ich würde es gerne einmal ein Stück weit in analysieren. Du siehst halt, die Stelle, wo mir vorher bei den anderen beiden aufgefallen ist, ist im Prinzip die Kurve da hinten, wo nach dem Start quasi, ja, das mal laufen. Genau, hier, da, jetzt hinten raus und hier jetzt hinten rum, dass dir da der Schwung nicht ausgeht. Ne? Ja. Und da ist der so früh wieder auf dem Pinsel und das Auto bleibt am Laufen, ne? Wenn du da so ein bisschen mehr so ein bisschen ins Rückwärtsrutschen, sag ich mal, übertrieben kommst, dann musst du erst wieder das Ding nach vorne bringen. Und da holst du es halt. Und dann halt der Anflug auf den ersten Kreisel mit einer Präzision. Beim zweiten Anflug, wenn er dann unten rumzieht, ist er jedes Mal auch ein bisschen weiter weg, da fährt er eine andere Linie um den Kreisel. Ne? Und beim ersten Mal ist er immer wirklich an der Stoßstange. Hier, guck, zack, rum. Ey, unglaublich. Ha. Wahnsinn. On point. Wahnsinn. Aber gut, okay, das erklärt absolut wirklich die Zeit. Ne? Sehr schön, meine Lieben. Noch einer aus der Division 1. Ja, komm, einen geben wir uns noch, weil. Wer möchte denn? Wer will sich sehen? Durchrollen lassen letztendlich. Ja, durchrollen lassen ist vielleicht gesagt, aber im Prinzip ist es das an der Stelle tatsächlich, ja. Komm, wir gucken uns noch hier den Nino mal an. Nino? Alles Nino. Oh. Der hat geknallt. Ja, das ist gluckert. Sag mal, eure Intros werden aber auch immer. Die entwickeln sich auch, ne? Mhm. Ist gerade gut, dass wir das so machen. Das ist, die Leute passen da. Guck mal, mit welcher Ruhe er da sitzt. Ja, siehst du jetzt nicht. Zu dem Lauf gerade eben siehst du die Unterschiede. Ne? Auch ein sehr geiler Style, wird da so ganz elegant um die Sachen rum. Aber das andere war nochmal enger einfach, ne? Da auch ein bisschen korrigieren müssen. Die Stelle ist fies, ne? Wenn sich da nach innen treibt. War trotzdem noch gut gefangen. Gibt's gar nichts. Ne? Gut, klar, das hat sogar ein, zwei Zehntel gekostet, aber du musst halt auch verdammt nochmal erstmal einen Lauf hinkriegen, wo alles passt, ne? Das ist halt nochmal die Challenge, ja. Das ist halt das, was ich meine. Wenn er dich da so ein bisschen rückwärts treibt, dann musst du erst wieder Fahrt aufbauen. Man sieht schon die Stellen, wo man noch holen kann. Aber ey, das Ding so zu fahren. Und wie viele er da jetzt auch immer noch
Ich habe immer bei solchen Challenges manchmal so die Sorge, dass ich denke, okay, da sind jetzt ein paar, die sagen, bin ich raus, mir zu schwierig. Mhm. Aber siehst du, also hast du mal gehört in letzter Zeit? Mhm. Mega. Am Ende des Tages ist es ja auf jeden Fall für alle gleich. Und finde ich geil, dass er da auch wirklich alle durchzieht, egal in welcher Division und wo er da steht. Dass da keiner jammert, sondern es sind ja schon fiese Strecken dabei. Da. Also ja. Die Nummer ist jetzt auch, und die, was wir heute machen, naja, ja, ist auch nicht gerade viel Platz an manchen Ecken. Ne? Mhm. Gut, ja, Zeit glauben wir dir. Mega, also, haben wir wieder mal einen schönen Run hinter uns. Gute Geschichte gewesen, doch. Von der Strecke her. Nicht sah ohne, aber habt da mal mit Bravour gemeistert, würde ich mal sagen, wenn ich mir die Zeiten so anschaue. Ich muss ja mal gucken. Das ist ja alles, was da so unter 1,10 oder keine Ahnung was ist. Was habt ihr gefahren? Ich würde es gerne wissen. Wahrscheinlich keine 1,10. Stehen wir hier unten nicht irgendwo? Oder vielleicht weiß es noch jemand, was wir gefahren sind? Normal steht da, steht nichts. Ne? Nee. Weil das ganz unten, nee, das war hier in der Kuh, ne, normal. Ja, normal schon. Wir sind ja außer Wertung. Ja, ja, klar. Ah, nee, da. Da unten, guck mal hier. Oh. Ja, sag ja, unter 1,10 mal eben machst du nicht. Ne? Nee. Ja, also, ihr Lieben. So, ab ins neue Geschehen. So, komm, weiter geht's, weil wir haben ein bisschen was vor heute. Bisschen Druck. Ja. Ja. So. Attacke. Sturmkind Speedway steht heute an. Ihr ahnt es, wir fahren mal wieder ein Rennen. Und es passt ja ganz gut zur aktuellen Jawohl. Debatte und zu den aktuellen Themen, ne? Sehr schön. Also, was haben wir denn hier? Ja, eine schön schnelle Strecke, ne? Ja, so schnell, weiß ich, ja, so schnell ist die eigentlich gar nicht, ne? Aber viel Vollgas, ja. Ne? Aber eigentlich drei Spitzkerne, genau genommen. Ne? Die sind schon heavy. So, ist doch ja, und die letzte ist auch nicht so ganz oben. Genau, für Porsche, genau. Die ist quasi, als hätten wir sie für Porsche gemacht. Da hat der Lukas quasi schon geahnt, was kommt. Schön Spitzkerne. Da gucken wir doch gleich mal, ob das funktioniert oder nicht. Party Peter, war das dein Vorschlag? Schau mal an. Sehr schön. Coole Strecke. Ja, doch. Sieht klasse aus. Ja, hat was. Hier nochmal kurz das Bild zum Aufbau. Mhm. Aber ich meinte tatsächlich, ein paar fiese Stellen, so gerade hier rechts oben die Schikane oder auch rechts unten, immer halt direkt mit der Wand hinten dran. Ja. Da ist der Einschlag halt schon mal vorprogrammiert am Zoo, ne? Ja, man darf nicht zu viel wollen. Ja, genau. Wobei, dass er das im Griff hat, das hat man ja gerade wieder gesehen, ne? Es war wirklich keine Absicht, dass da was für den Porsche kommt. Das ist ja eigentlich auch genau jetzt das, wo so ein bisschen in der Kritik war, Spitzkehren, Porsche und so weiter, ne? Das schauen wir uns gleich mal an. Oder auch Clubsport sehr dabei allgemein. Ist ja auch Clubsport, ne? Das Ganze ist Clubsport. Vier ja. Runden, trocken und Slicks. Dann schauen wir doch mal, was da geht. Hm? Ja, okay. Trocken, jawohl. Ja. Jo. Soll ich, willst du? Komm, raus. Hau raus. Dann erzähle ich ein bisschen was dazu. So. Kamm, jawohl. So sieht das in echt aus. Na dann, mein Lieber. Dann schau mal, ob du Peters Strecke meistern kannst. Porsche erlaubt, ja klar erlaubt, weil, Achtung, Clubsport-Setups sind momentan, also deswegen haben wir es ja, die sind identisch oder insofern identisch, dass sie also quasi Balance of Performance haben und aktuell sieht es ziemlich gut aus. Vielleicht steuern wir noch das eine oder andere bisschen nach, aber das passt schon. Hm? Und was ihr wissen müsst, das habe ich aber auch schon gesagt, wir haben tatsächlich ja uns quasi für das neue Clubsport-Setup am Porsche-Grund-Setup orientiert, sodass also auch die Reifen bei den anderen Fahrzeugen das hohe Grip-Level haben und so weiter, dass wir also quasi ein relativ modernes Fahrzeug haben, auch wenn wir in den Klassiker fahren, aufgrund von eben hauptsächlich den Reifen. Und dementsprechend ist es halt auch anders zu fahren, wie das alte Clubsport. Das sieht ja schon mal ganz gut aus und die Spitzkerne ist ja schon mal rum. Ja. Aha, das ist, die Stelle ist fies. Da bist du statt Ziellinie rüber nochmal alles und dann merkst du, oh, ich muss ja bremsen. Genau. Machen wir nochmal. Na ja, komm. Jawohl. Oh, nein. Oh nein! Voll auf die 12. Aua. Ja,
Die Spannung steigt. Wird Löwy eine saubere Runde schaffen? Sehr gut. Das war der Makun, ne? Ja. Ach, du kennst deine Pappenheimer, gut. Also was ihr schon seht, ist bei den Setups ist was ein bisschen anders. Und zwar, wir haben nicht so die... Es ist halt ganz anders vom Fahren. Bisher war es so, dass die Setups doch sehr driftlastig waren, einfach vom Grundgedanke her. Und da musstest du eigentlich im Race relativ mit Gewalt fahren. Insofern, dass halt die Handbremse ganz oft, wisst ihr ja alles, im Einsatz war. Jetzt haben wir ein Setup, das eben deutlich raciger ist, deutlich mehr performant eigentlich am Ende des Tages. Und da muss man eben auch anders rangehen. Und dementsprechend ist da die Handbremse nur noch sehr bedingt hilfreich. Was ich viel besser machen kann als mit jedem Setup vorher, ist, ich kann das Fahrzeug viel, viel besser positionieren. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ja, das Auto selber ist in sich stabiler. Das heißt, wenn ich es natürlich mit der Handbremse nicht in die Kurve schmeiße, dann habe ich auch andere Kurvenrate. Dann kriege ich das Ding nicht mehr ganz so um die Ecke rum. Klar, Spitzkehre brauche ich zur Not dann mal die Handbremse, aber... Das ist eine andere Art von Fahren letztendlich. Und das Entscheidende ist, dass ihr halt wirklich quasi das Fahrzeug, dass ihr euch darauf einstellt, dass ihr das Fahrzeug besser positionieren könnt, was vorher nämlich gar nicht so einfach ging. Was haben wir denn? Ein bisschen weiter weg mal. 1,14, 1,6 haben wir da. Hm? Okay. Stimmt das, was ich sage? Ja, man schnell zur Runde eine 17,6. Okay, ja gut. Das könnt ihr gerne mal notieren. Dann schauen wir mal. Ich habe jetzt nicht so geguckt, ob die gut war, die Runde. Gefahren wurde der Carrera 4S im Clubsport. Ja. Jetzt hole ich mir mal den normalen. Macht übrigens beim Porsche keinen Unterschied, was für ein Clubsport ihr fahrt. Die sind alle gleich. Die sind auch tatsächlich alle Heckantrieb. Also auch wenn ihr einen 4S eingestellt habt und fahrt Clubsport, dann ist es tatsächlich ein Heckantrieb-Setup. Da haben wir jetzt keine verschiedenen gemacht. Genau, du schreibst es schon. Kurve anfahren und Lastwechsel und dann kommt der. Also zwei Dinge. Das eine ist das Positionieren. Also ihr könnt, wie ihr jetzt auch hier seht, die Kurve außen anfahren, den Scheitelpunkt treffen und euch auch wieder raustragen lassen und habt bei diesem Anfahren, auch bei dem Raustragen, viel mehr Kontrolle als vorher. Ja, weil ihr das nicht so rumwerft, sondern das Auto an sich mehr Grip hat. Also lässt sich es viel sauberer positionieren. Und das zweite ist tatsächlich, dass du eben extrem mit dem Lastwechsel arbeiten kannst, so wirklich mit der Balance im Auto. Also auf die Kurve zu, vom Gas, vielleicht kurz anbremst, aber eigentlich reicht schon vom Gas gehen. Und wenn du dann einlenkst, dann rotiert der. Wenn du natürlich in der Kurve aufs Gas latscht, dann macht er genau das, was ein echter Porsche auch macht, dann untersteuert er, dann fährt er geradeaus. Ne? Also wirklich, da muss man auch vom Gas gehen und das Auto wirklich um die Kurve, wie vorhin einer gesagt hat, rollen lassen. Und dann funktioniert das. Das ist am Ende des Tages hauptsächlich eine Umstellung eures Fahrstils. Der ist dann halt nun mal erforderlich. Da kann man drüber streiten. Man könnte natürlich einerseits sagen, macht es doch nicht so unterschiedlich, dass wenn man sich mal gewöhnt hat, dass immer alles wieder gleicher bleibt. Aber Leute, dann sind wir wieder bei einem Thema, wo alle Autos irgendwie gleich fahren und das wollen wir nicht. Mein Clubsport ist jetzt eine grundsätzliche Änderung, klar, aber ganz allgemein werden wir auch bei dem Race in Zukunft mehr so ein bisschen in die Richtung gehen, bei neuen Fahrzeugen, wenn da neue Fahrzeuge kommen, weil es einfach halt eben, ja, näher an der Realität ist und auch bestimmt. Ne? Also so ein alter E30, der Fiat hat nun mal anders. Das ist einfach und ein reines Driftauto wie unser D1, der ja nicht zum Driften gemacht ist. Der sollte sich natürlich im Race auch anders verhalten. Ja, genau. Ich sehe schon wieder, die Diskussion geht schon wieder genauso los. Aber wir kommen da gleich dazu. Ja, das geht natürlich auch bei mehreren Kurven, aber auch dann ist das Auto eben jetzt nicht so hibbelig, wie jetzt die anderen teilweise, oder wie die alten Setups, muss man ja sagen. Es ist ja auch nicht das Auto, es ist ja wirklich auch ein anderer Style von Setup inzwischen. Da muss man halt einfach wirklich da geht es schon los bei einer Dreierkurvenkombi oder bei einer Schikane, wie ich die Schikane anfahre. Wenn ich die richtig treffe, und das kann ich jetzt eben viel, viel besser machen, dann komme ich da auch sauber und schnell durch. Ja, wenn ich natürlich da reinhack und irgendwie mit Handbremse mich querstelle, dann stehe ich da irgendwo in der Wiese oben quer, dann komme ich auch nicht weiter. Das ging halt vorher besser mit Gewalt. Das geht jetzt mit Gewalt nicht mehr so gut. Dafür ist aber der Reiz, und das ist das, was auch Spaß macht, dass man halt eben dieses quasi eine Kurve ideal treffen. Das funktioniert einfach viel, viel schöner mit dem Setup.
und es geht auch viel kontrollierter. Und das ist ja gerade, wenn ihr jetzt zusammenfahrt, das Wichtige. In dem Moment, wo das Ganze nicht mehr so auf der Brutale-Methode geht und bis auf der Glücksschiene, sage ich mal, läuft, sondern auf der kontrolliert passiert, könnt ihr halt noch viel besser rundenlang miteinander fighten und gemeinsam die Kurve reinfahren, auch nebeneinander euch positionieren, ohne euch zu berühren. Weil das werdet ihr merken, wenn ihr mal mit der anderen zusammenfahrt, dass da einfach ein riesen Vorteil ist, dass diese zusätzliche Präzision oder Kontrolle, die ihr habt, halt eben diese Infights mehr erlaubt. Ne? Weil ihr wisst, wenn die Autos sich hart berühren, dann hat man ein Problem, dann fliegt man von der Strecke. Und das gilt es ja zu vermeiden, ne, am Ende. Das Update macht sich am Frontantrieb überhaupt nicht bemerkbar. Wir haben ja wirklich momentan nur die Porsche-Setups neu und haben wirklich bei den anderen Autos lediglich das Clubsport-Setup angepasst. Ja? Also alles andere ist komplett unverändert. Ich habe zwar auch schon wieder teilweise gelesen, wo was sich anders anfühlt, aber glaubt mir, das ist dann Kopfsache. Also wir haben wirklich nichts verändert, außer die Clubsport-Setups bei allen Fahrzeugen und natürlich die Porsche, die neu sind. Hm? Und by the way, weil ja auch öfter mal dann die Frage kam, warum die Setups jetzt anders wären, wie die mal getestet, zum Testen euch gegeben haben. Die sind nicht anders. Also es ist ihnen marginal anders, aber zwei, drei der Setups, also Carrera S und auch, ich glaube auch der 4S, also die starken Setups sowieso, die sind genau die, wie ihr sie damals auch getestet habt. Ohne was anders. Clubshot haben wir nochmal überarbeitet und manch anderes auch. Ne? Aber das ist halt wirklich mal, ja, je nach Strecke ist das auch ein Thema natürlich. Na, was haben wir denn? Ah ja, guck mal. Eine 1, L5, okay. Lass ich schon mal gelten. Sah aber auch gut aus. Ich war jetzt tatsächlich mit sehr, sehr im Gespräch vertieft. Ja, komm, dann machen wir dann. Quatschen wir halt schon mal ein bisschen über das ganze Setup-Thema. Aber ich würde schon auch noch fahren, mein Lieber. Ja, wegen Thema Gas in der Mitte stehen lassen. Wir haben da so ein bisschen eine Kurve drauf. Du musst, wenn du das machen willst, relativ weit unten. Also wir haben praktisch, bei 70-80% ist schon Vollgas. Einfach damit du mit dem Daumen nicht am Rand vom Display drücken musst. Und deswegen ist man relativ schnell schon bei Vollgas. Probier es mal einfach weiter unten, dann sollte das besser funktionieren. Ja? Und klar, wenn du stehen lässt, das Auto beschleunigt halt weiter. Das ist wie wenn du das Gas auf dem Fuß auf dem Gas stehen lässt, bei Hälfte. Dann hält er nicht auch bei einer gewissen Geschwindigkeit und rollt da weiter, sondern der beschleunigt halt nicht so stark, weniger Leistung, aber er beschleunigt trotzdem weiter in dem Gang. Ne? Also von dem her ist das schon richtig so. Musst du weiter unten oder halt ab und zu dann mal kurz flupfen, quasi tippen das Gas oder so. Weil wenn du stehen bleibst auf dem Gas, auch bei Halbgas, dann fährt so ein Auto halt nicht konstant mit 80, sondern es beschleunigt. Ne? Die PS-Stufen haben wir nicht angezeigt in den Setups. Das hat tatsächlich einen ganz banalen Grund. Wir haben ja diese Stufen auch ans Original geknüpft, so weit wie möglich, oder ziemlich sogar. Und haben da entsprechend die normalen Motorisierungen, also Carrera, Carrera S, 4S und so weiter. Und haben dann da zusätzlich das Sportkrone-Paket als Zwischenstufe reingepackt. Weil die Fahrzeuge gibt es mit einem zusätzlichen Sportkrone-Paket. Das bringt euch irgendwo 2 Zehntel Beschleunigung oder sowas von 0 auf 100, weil da die Gänge etwas nochmal anders abgestimmt sind, weil halt der Motor, das Motor-Mapping nochmal ein bisschen aggressiver ist. Aber diese Fahrzeuge haben im Original tatsächlich nicht mehr PS, die haben genau die gleiche PS-Zahl. Und wenn ich euch da 2 Setups reingeschrieben hätte, wobei das die gleiche PS-Zahl steht, dann wäre das Geschrei oder die Verwirrung auch wieder da gewesen. Von dem her haben wir gesagt, okay, komm, wir lassen es mal raus. Ja? Haben trotzdem unsere Stufen. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr das ja immer noch in der Karte vorne nachschauen. Also wenn ihr ein Setup einstellt dann, und dann auf die Übersichtskarte geht, auf diese Sammelkarte sozusagen, dann wird da ja wirklich eingezeigt, wie viel PS dieses Setup in dem Moment gerade hat. Hm? Ja, ist jetzt, hätte man so und so machen können, aber ja. Ich soll... Dein Freund legt schon wieder los. Ich soll dir mal zeigen, wie es geht. Langsam, Leute. Wenn ihr so schnell schreibt, komme ich da gar nicht mit zum Lesen. Es steht doch alles dabei, Leute. Also wenn es ein 4 oder ein 4S ist, dann hat er Allradantrieb. Also diese Setups, wenn ein Carrera 4 ist, Carrera Allrad. Und die Leistungsstufen darunter haben einfach alle Allrad, logischerweise. Und 4S genauso ist auch Allrad. Und Carrera S sind Hecktriebler. Ja, ich gebe zu, wenn man jetzt natürlich die Modellgeschichte von Porsche nicht so kennt, ist es vielleicht nicht so ganz selbsterklärend.
Ja, wir müssen mal schauen, ob wir irgendwie vielleicht das auch mal ganz anders nochmal aufbauen. Das nehme ich immer mal mit, dass man irgendwo so eine Übersicht hat, wo wirklich die reine Performance des Fahrzeugs, also Antriebsstrang und so weiter, nochmal irgendwie grafisch dargestellt wird und auch die PS-Zahlen, ne? Aber ihr könnt es, wie gesagt, alles nachlesen. Ihr müsst nur wissen, dass da, wo 4 steht, ist das Allrad und die Leistung, die seht ihr eben vorne bei den Karten. So, Leute, jetzt komme ich nochmal nach. So, was seid ihr denn gerade, wenn ihr so wild da schreibt? So, möchtest du mal fahren? Mach ich gleich, ja. Versetzt Gas annehmen, weiß ich nicht. Ah, Vorsicht, ja, klar. Das ist ein bisschen blöd bei dem Soundfall tatsächlich. Ist mir auch schon aufgefallen, wenn du einen Porsche-Motor startest und der Startsound ist quasi noch nicht abgelaufen und du gibst schon Gas, dann dauert es einen Moment, bis du das wirkliche Fahrgeräusch hörst. Weil wir haben quasi eine Startsequenz, das ist wie bei jedem Game letztendlich, du musst es ja entsprechend auch original rüberbringen und danach erst quasi den Rev, also die eigentliche, wie soll ich sagen, das wird überblendet letztendlich. Und das ist ein bisschen nicht perfekt für die Überblendung, wenn ihr da zu früh Gas gebt, dann hat man das Gefühl, es fehlt kurz der Motorsound. Der fährt schon ganz normal, es ist wirklich nur der Sound, der da ein bisschen zu leise ist am Anfang. Also es ist kein verzögertes Gas geben, nur ein verzögertes Sound oder ein zu leiser Sound, genau genommen. Ne? Genießt einfach das Startgeräusch und fahrt halt erst los, wenn der Motor wirklich läuft. Nein, wir werden auch nochmal gucken, ob wir es noch besser hinkriegen, klar. So. Boah, langsam. Servus, Markus. Event-Partner-Tag, genau, auch noch ein Thema. Komme ich auch nachher noch dazu. Habe ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Mal langsam, lass mal auf. Naja, wie ich schon gesagt habe, wegen T4S und 4, also die Clubsport-Setups sind alle überall Hecktriebler-Setups, ja. Wir haben ja da wirklich ein Setup gemacht, das sehr vergleichbar ist. Und deswegen haben wir natürlich beim Carrera auch nur Heckantrieb gemacht. Also ein Clubsport-Setup Allrad geht insofern nicht, weil du natürlich im Allrad ein ganz anderes Fahrverhalten hast als im Hecktriebler. Und deswegen ist halt der Clubsport immer Heckantrieb. Ne? Könnte man natürlich von der Leistung her machen, aber wäre dann halt nicht Clubsport, sondern... Gut. Okay. Ja, also komm, dann. Ich will jetzt mal, sind wir hier mit durch oder ich muss noch eine Runde fahren, würde ich sagen. Vorher sind wir nicht durch, ne? Und danach würde ich sagen, quatschen wir noch ein bisschen über die ganzen Porsche-Setups, beziehungsweise ich würde euch das gerne noch da vielleicht mal zeigen gleich. Ja. Gut. Okay, dann müssen wir hier mal, würde ich sagen. Kannst du das hier mal anhalten, ins Stream? Oder was ist? Wir müssen auch ein bisschen scrollen, wenn ihr so viel schreibt. Mhm. Mal hin, du kannst ja mal Sachen, wenn du willst, ein bisschen rauspicken, was wichtig ist. Ich habe ja auch noch ein paar Fragen hier von dem, was ihr mir im Forum geschrieben habt. Kommen wir zu allem noch. Auch vorher fahre ich jetzt auch mal eine Runde auf der Strecke. Ne? Ja, das wollen wir doch alle sehen. Schauen wir mal, ich werde doch mal das bisschen gucken mit diesem, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Kurventhema. Dass man halt einen schönen Innenhaus hier reinrollen lässt. Und ich habe vorhin gesehen, du kannst zum Beispiel oben diese schnelle Passage, kannst du fast Vollgas durchfahren. Mhm. Kurz lupfen im Prinzip beim Einleiten, dass er schön rotiert und dann voll drauf. Wichtiger Punkt, genau. So viel vielleicht noch vorab. Weil es vorhin auch schon kam mit dem Thema mit ohne Driftassistent, kriege ich den um enge Ecken oder nicht. Es ist so. Das Fahrzeug ist vom Grundsetup extrem anders und es ist natürlich auch von der Balance her extrem anders. Es ist schließlich ein Porsche. Ja, und es ist halt so bei einem Porsche, dass Porsche eigentlich davon leben, dass sie halt schnell sind, weil sie Grip und viel Gewicht auf der Hinterachse haben. Wenn aber die Hinterachse mal weggeht, dann wird es meistens blöd. Ne? So, soll heißen, auch in der Realität haben solche Porsche im Motorsport natürlich Traktionskontrollen, ja, und Fahrhilfen, damit das Ganze fahrbar bleibt. Und wenn die mal ausfällt, die Kontraktionskontrolle, dann hast du mit so einem Porsche auch wirklich keinen Spaß mehr. Ne? Und im Straßenleben, wir haben den 4S ja auch mal gefahren, da ist es halt so, die sind extrem safe abgestimmt hier zwischen die Autos. Und da kannst du, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich alles ausschalten, weil es halt einfach dann irgendwann auch gefährlich wird. Wir wollen natürlich auch driften können, das heißt, natürlich können wir bei den Setups auch alles abschalten. Dementsprechend wird das Ding dann halt irgendwann aber auch Porsche typisch zickig. Ne? Und jetzt haben wir gerade so einen Setup-Kompromiss, dass das Auto mit den Assistenten, und da kommt es jetzt zu dem wichtigen Punkt, das heißt bei uns Drift Assistant das Ganze.
Das ist ein Begriff, da haben wir überlegt, wie nennen wir das Ganze. Da stecken aber tatsächlich mehrere Fahrassistenzsysteme hinten dran, die ich in der Simulation aktivieren kann. Also Traktionskontrolle, selbst Torque-Vectoring, also all diese Sachen sind tatsächlich in der Simulation möglich im Hintergrund und nutzen wir teilweise auch. Und was da jetzt natürlich je Profil ein- und ausgeschaltet wird, das haben wir jetzt nicht im Einzelnen aufgeführt, sondern das Ding heißt halt Assistenten an oder aus. Verallgemeinert. Genau, der Punkt kam auch tatsächlich, dass man das umbenennen sollte. Und das ist tatsächlich eine gute Idee. Das ist halt auch ein bisschen historisch, weil wir kommen ja von dem Drift-Thema. Rennen kam ja dann mehr oder weniger ein bisschen dazu. Ja, der Begriff Drift-Assistent ist tatsächlich etwas unglücklich an der Stelle. Das sind einfach die gesamten Assistenzsysteme, die ich, je nachdem, welche Setups ist, teilweise komplett, teilweise nicht ganz komplett, aber halt teilweise ausschalten. Die Fahrhilfen halt. Genau, ne? So. Und die sind jetzt eben beim Porsche ein bisschen anders ausgelegt wie bei den anderen Fahrzeugen, weil das Gesamtkonzept ein anderes ist und dementsprechend haben die deutlich drastischere Auswirkungen. Sprich, mit an hast du wirklich ein recht stabiles Fahrzeug, das eben auch, wenn du zu viel Gas gibst, das Fahrzeug stabil und kontrollierbar hält. Kann natürlich dann irgendwo auch zum Untersteuern führen, ja, gerade beim Allrad. Wenn du es aber ausschaltest, und da sind sie aber auch ziemlich aus, dann ist das Ding schon auch natürlich dann eben auf dem Heck ein bisschen eine Zicke. Ich habe es jetzt bewusst so gemacht, weil tatsächlich beides richtig Spaß macht. Aber beides ist eben anders wie das, was ihr kennt und deswegen müsst ihr euch an beides letztendlich rantasten. Also grundsätzlich würde ich mal empfehlen, auch wenn viele bisher auch im Race dann damit mit Assistent ausgefahren sind, startet mal mit Assistent an. Ja, also damit ist das Fahrzeug optimal abgestimmt und fährt eigentlich auch bestens und selbst hier auf der Strecke fahre ich mit das Driftassistent an, weil funktioniert. Kein Thema, aber wie ihr schon vorhin schon gesagt habt, wenn man eine enge Schikane hat, Thema Rallycross-Strecke und so, dann merkt man schon, ey, das geht rum jetzt. Ne, dann, wieder, dann hält natürlich das Ganze auch so ein bisschen dagegen. Man kann das Auto tatsächlich auch sehr gut mit ausgeschaltetem Assistenten fahren, muss nur echt im Kopf haben, das Ding ist dann halt wirklich eben, ja, ein bisschen giftig, ein bisschen spitz, sag ich mal. Ja, und ich habe das auch jetzt die Tage mit dem Ulf, wo der Ulf nochmal da war, haben wir das nochmal probiert. Und da habe ich richtig auch nochmal Spaß dran gefunden und bin am Ende eigentlich nur noch ohne gefahren. Der Witz ist, und das kann ich euch auch mitgeben als Tipp, wenn ihr da euch ranmacht und ohne mal fahrt, ja, versucht mal ganz aggressiv zu lenken. Also wirklich, ihr müsst da schnell sein, ihr könnt aber auch schnell sein. Das Auto zeigt euch, wenn es im Heck kommt und dann müsst ihr wirklich relativ aggressiv, also nicht so, ich mach mal was, sondern wirklich, also nicht darauf verlassen, dass da ein Assistent was für euch tut, sondern ihr müsst dann reagieren. Ja? Also da kann man richtig, ich habe dann zwischendurch gedacht, jetzt fällt mir gleich das Handy aus der Hand, weil ich diesen da gemacht habe, ohne Scheiß. Aber das ging dann wirklich richtig gut und dann hat es richtig Spaß gemacht. Da müsst ihr also wirklich schnell sein, ein bisschen mit Gas aufpassen, schnell lenken. Wir haben dann auch wirklich am Ende des Tages den Lenkwinkel auf 40 Grad runtergestellt, also quasi, dass ganz viel bei kleinen Winkeln schon passiert und den Lenkassistent, Soft Steering auch noch ausgeschaltet, damit der volle Kanne was geht. Und dann war das auf einer engen Strecke, wie unser Driftland oder so, war das mega. Aber wie gesagt, Zicke, wenn du da einmal verreist, dann reist er. Wiedersehen, ne? Dann ist vorbei. Probieren, aber ansonsten würde ich euch mal empfehlen, auf jeden Fall mit Assistent anzufangen. Ne? Peter schreibt gerade, gib Gummi, Bro. Gib Gummi, Bro. Machen wir. Genau. Also das ist ganz wichtig zu dem Thema Race Setup, genau. Der Lauf ist jetzt auch im Forum freigeschaltet, danke Peter dafür. Ne? Super, sehr schön. Stabilitätsassistent, ja. Vielleicht fällt euch noch ein schöneres Wort ein, aber das wäre an sich schon mal besser. ESP, ja. Es ist ja nicht nur ESP tatsächlich, es sind wirklich verschiedene Sachen, die ich da in das aktivieren und einstellen kann. Dementsprechend, ja, brauchen wir so ein bisschen was Allgemeineres. Aber die Idee, das umzubenennen, ist auf jeden Fall super. Und auch noch ein, zwei andere Dinge, die ihr geschrieben habt, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber bevor ich jetzt mich totlaber, gehe ich eine Runde fahren. Wir wollen nicht fahren. Schauen wir doch mal, ob das auch so geht, ne? 1,11 gilt zu schlagen. 1,11, war gut. So, und wir gucken das in Vollformat. Jetzt sind wir mal gespannt. Nicht nur ihr. Ich muss mal gucken, ob das mit Sound klappt, ne? Ja, ich habe Kopfhörer schon drin. Ja, ich höre jetzt natürlich wieder nichts, aber ich hasse es. Hörst du was? Ich höre was. Hört ihr auch was?
Danke, Markus Umbau, oder? Muss man mal gemacht haben, ne? Wolltest du echt das Mikro her, damit ich was dazu sagen? Ja, dann hol dir doch deins rüber. Okay. Achtung, dein Glas hier. Kommen wir bauen kurz um, dass ich euch was erzählen kann dazu. Das macht doch Sinn. So, also dann mache ich mal. Ich mache dann hier mal gerade den Stecker gerade wieder raus. Pass auf, ich mache das hier so. Weil, wenn das Mikro eh hier ist, müsste es auch so gehen im Sound, ne? Ja. Die Leute werden es uns bestimmt mitteilen. Ja, ihr müsst einfach sagen, ob das im Sound passt, ob ihr mich hört und ob ihr den Motor hört. So, also nochmal auf Zeit und ich erzähle euch was dazu. Also ich höre den Sound. Dann habe ich jetzt kurz die Handbremse benutzt. Einmal hier raus, lasst, also vom Gas laufen lassen. Hier einlenken vom Gas. Dann hier raus. Oh, was mache ich denn? Ah, ja, ja, viel zu spät. Jetzt wollte ich gerade was sagen und dann habe ich vergessen zu lenken. Ist die Kamera, ne? Ja. Also was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ich mache das gerade nochmal. Was mir bei dem Setup extrem auffällt, ist, wenn ihr jetzt da hinten entlang an der Wand entlang kommt. Also quasi hier rum, ja. Jetzt kommen wir hinten um die Spitzkehre und haben jetzt hier relativ nah an der Wand zu korrigieren. Und jetzt kommt das Auto hier instabil, so wie eben. Ich habe es gerade mal mit Absicht gemacht. Habt ihr das gesehen? Der hat sich schon aufgeschwungen. Ja? Das haben die Alten aber, wenn du aus der Spitzkehre raus zu viel Gas gegeben hast, auch gemacht. Nur, ich wette mit euch, so ziemlich jeder, die 1 oder Classics, wäre nach dem Aufschwinger eingeschlagen, weil du fängst den nicht. Mhm. Und der Porsche, aufgrund von dem höheren Grip-Level, wenn ihr da, das ist ohne Scheiß, ihr müsst halt dran glauben, dass ihr nochmal kriegt. Also wenn ihr merkt, der geht weg, er kommt auch über alle vier Räder in der Kurve mal ein bisschen quer, einfach vielleicht mal ein bisschen vom Gas und wenn man ein bisschen gegenlenkt, aber ansonsten einfach draufbleiben und weiterfahren. Und das Auto bleibt in diesem Grenzbereich, wenn er anfängt, über alle vier Räder zu schieben oder auch mal so sich leicht aufzuschwingen, bleibt es viel länger kontrollierbar. Also ihr habt viel länger die Möglichkeit, den nochmal einzufangen und weiterzufahren. Das Geschehen in der Hand. Das ist so ein bisschen der Punkt. Griffassistent aus, okay, an der Baustelle. Dann ist ziemlich schnell Tug. Ne? Mit Assistenten, die helfen so gut, dass wir also da wirklich, ja, kannst du so einen Fall einfach kurz ein bisschen korrigieren oder mal Handy ruhig halten, dann fängt er sich wieder ein oder mal einen Ticken vom Gas. Also diese, ja, dieses Recovery, also das Einfangen von dem Auto ist viel, viel besser bei dem Setup. Ne? Und man erschrickt manchmal ein bisschen, weil er halt dann nach der Kurve so ein bisschen auszickt, sag ich mal, mit dem Heck. Aber einfach mal cool bleiben, weiterfahren und fertig, und dann geht das. So, jetzt laber ich ein bisschen weniger, versuchen wir eine Zeit, oder? Eben zum Beispiel, ne? Mhm. Das ist der Fall. Oh, hier auch wieder knapp. Nix. Lenker zu früh aufgemacht. Oh je, oben ist normal. Ja, beide schon wieder eingeschlagen. Da kann man schön ausholen hier, eng rum und gewinnen. Die war auch sehr schön genommen. Jetzt bin ich noch so drin. Voll drauf hier, das geht auch. War ein bisschen übertrieben im Ausholen, aber gut. Boah, war wieder knapp. Wir sind gespannt. Ha, was bist du so gefahren? 1.11. 1.11 was? Weiß ich nicht mehr. 1.11.5 war das doch, oder? 1.11.499, glaube ich. Leute, was bin ich gefahren? Ihr habt es doch bestimmt aufgeschrieben. 1.11.499, oder? Das macht doch keinen Spaß mehr hier. Okay. Siehst du was? 1.11.465. Okay. Und das war nicht gut gefahren? Ulf schreibt gerade, du hast doch geübt, oder? Ich? Mhm. Nee, ich kann das einfach. Also ja, ja, stimmt, ja, hab ich wohl. Stimmt, kann ich nicht sagen, er war dabei. Aber nicht auf der Strecke, gell, Ulf? Wir waren unten auf dem Driftland. Okay, soll ich noch einen machen? Oder reicht ja, doch, doch. Na komm, einer nochmal, wir konzentrieren jetzt, ohne labern.
Das sieht doch schon mal sehr fix hier aus. Weit. Oh nein! Einfach zu spät, eingelenkt. Dum. Okay. Mein letzter. Nein, lass es gut sein. Ich hab dich ja hier. Oder willst du nachlegen? Kannst du machen. Guck mal hier. Das war kurz bevor das komplett weggeht. Und kurz vom Gasen hatte ich ihn wieder. Hm? Ja klar, Markus, das mache ich doch die ganze Zeit. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Zu weit. Das sieht auch schon wieder klasse aus, was der Martin hier macht. Bis jetzt kann man da nichts beanstanden. Finish! Und jetzt bin ich gespannt. Oh. Ist die 10 geknackt? Aber schon, ja. Ja, oh, oh. Nice. Ja. So. Und 16,9 war die schnellste, ne? 16,93, genau, ja. Ja, nee, da brauche ich nicht mehr nachlegen. Naja, komm. Nein. Was ist hier? Gut. So, Mikro einmal zurück. Erfolgreich. Schön. Ah, ja. Ach, das tut gut. Nein, Quatsch. Wunderbar. Also, ihr Lieben. Ja. Ne? Das ist also, ich meine, ich muss sagen, auf so einer Strecke, man muss sich wie bei allem. Ich meine, das ist. Ach, ich hätte es mal noch ohne Assistent mal eine Runde. Na, mal gucken. Mal noch probieren. Seiten nochmal wieder tippen. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich weiß es nicht. So, guck mal, geht doch, ja. Man lernt ja auch dazu hier, ne? Also, 1,9 bin ich gefahren. So. Was machen wir denn da? Ich fange an, ja? Ja, du darfst. Ich meine, da war noch ganz viel Luft nach oben, ne? Also, es war alles noch. Die 1 bleibt aber stehen? Ich tendiere dazu, aber ich bin schon wieder vorsichtig. Sollen wir erstmal Peter tippen lassen? ja, Peter darf heute mal anfangen. Das ist ein guter Peter, Plan. Du darfst heute anfangen. Du darfst anfangen, jawohl. Der sagt jetzt wieder irgendwas unter 1 und dann müssen wir eh drüber gehen. Das ändert auch nichts. Peter, sag mal was. Nochmal eine Runde ohne Assistent. Okay, mache ich gleich. Probiere ich. Mal gucken. Ne? Das braucht ein bisschen Gewöhnung, aber ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Ja. Peter ist eingeschlafen. 1-0 sagt er hier, guck mal. Ganz glatt. Ganz glatt. Okay. Super. Dann geht er eine Millisekunde drunter, ich eine Millisekunde drüber, der hat so gegen den Kern mal geknackt und dann ist es nach einer 1-0. Also ich würde sagen, eine Minute 1-5. 0-1-5? Nein, 1-5. Also quasi eine Minute, Quatsch, nee, wir haben eine Minute, ja, natürlich, 0-1-5. So, 0-1. Punkt 5. 5. 0. Ja. So. Genau. Was sagst du? Ich bleib sogar noch über dir. Okay. Mit einer. Komm, 0-3-0-0. Ja, guck mal, jetzt bist du nicht allein mit der Wette, ne? Ja. Okay. Na gut. Nehmen wir, ist gesetzt. Ja gut, unter einer Minute, ja, okay. So, hatten wir sonst noch was? Wart ihr im Team alle mit Drifter? Was meinst du mit Team, unser Drift-Stumpkin-Team hier vor Ort?
Ja, wie gesagt, das kannst du ja so nicht sagen. Das ist wirklich extrem setup-abhängig und streckenabhängig vor allen Dingen auch. Ne? Also tatsächlich bin ich jetzt eher jemand, der mitfährt, sowohl im Drift als auch im Race. Ne? Und ich habe jetzt übrigens gerade erfahren, das wusste ich gar nicht, ich war so eine Zeit lang der Meinung, dass ihr im Gymkhana alle ohne fahrt. Jetzt habe ich aber gerade vom Jochen, nee, wie heißt der, wo wir in Kassel waren? Stefan. Stefan, das war ich gerade falsch. Vom Stefan erfahren, der hat uns ja mal vorgeführt, wie er da die jenseits 30.000 Punkte da ballert. Ist schon krass, ne? Ja, und der fährt tatsächlich mit Assistent, ja. Weil es da eben, ich glaube, beim 360 punktemäßig besser funktioniert. Also, ne? Ist wirklich extrem fahrstil- und aufgabenabhängig. Und was habe ich für einen Lenkwinkel aktuell? Also ich schaue mal kurz nach, was ich da jetzt gemacht habe, weil ich bin auch so viel am Testen, dass ich jetzt gar nicht groß geschaut habe, ehrlich gesagt. Das waren 60 Grad Lenkwinkel und ja, kann man das sehen? Alles an. Alles an. Trifft Assi an, ne? Und 60 Grad Lenkwinkel. Mehr gibt es jetzt, glaube ich, nicht, was interessant wäre, ne? Genau. Ich fahre aber fast auch immer mit allen Assistenten. Also, es sei denn, die Strecke erfordert, dass es rausholen muss. Genau, es kommt echt auf die Aufgabe an, ganz genau. Ne? Und, aber jetzt beim Porsche ist es, wie gesagt, ein bisschen anders ausgelegt. Also da bin ich auch mal gespannt, ob ich mich da sogar vielleicht auch eher in Zukunft auf ohne, obwohl er da eben zickig ist. Aber es ist wirklich, wenn du halt ein bisschen das reinkriegst, dann ist es schon echt geil. Also ich probiere jetzt gleich mal eine Runde und ich stelle ihn dann auch wieder auf 40 Grad Lenkwinkel. Volle Kanne, Soft Assistant, so wie ich es gemacht habe, letztens Soft Assistant aus. Und hier haben wir schon mal alles, zack, zack. Also ich fahre jetzt gleich mal so. Ja? 40 Grad, Hardcore. Dann schauen wir mal, was passiert. Peter muss immer die ganzen Beiträge manuell freigeben, wo Assi verwendet wird, wegen Beleidigung. Aber wir meinen ja Assistent. Mach doch noch ein S hinten dran, dann Peter hat nicht so viel Arbeit. Das ist gut. Sehr geil. Jo, also komm, jetzt vielleicht noch ein bisschen zu euren Fragen, dann fahre ich gleich noch ein bisschen. Kannst aber, wenn du es drauf anlegst, dann probier mal. Dann komm, dann springen wir hier rum. Sollen wir so machen? Wie du zum Reden brauchst, sehen wir. So? Ja, ist doch gut, perfekt. Komm, ich probiere es. Dann schau du mal irgendwie, ob es einen Sinn macht, dass ich nochmal auf die Strecke gehe. Aktuell bräuchte ich ja nicht. Dass man Softsteering nicht mehr braucht, jein. Also der Punkt ist ja der, das Softsteering macht ja Sinn, ja. Und es war damals so, wo wir angefangen haben, dass es tatsächlich ein paar Telefone gab von Samsung auch. Die hatten so ein starkes, ich sage jetzt mal, Softsteering vom Werk aus eingebaut. Sprich, also vom Gyrosensor, von diesem Lagesensor her. Wenn du ja diesen da gemacht hast, kam da in der App noch gar nichts an. Ja? Und wenn dann das Softsteering in der App auch noch drin war, dann hast du quasi hier das Gefühl gehabt, das Auto reagiert überhaupt nicht auf deine Lenkung. Deswegen haben wir ihn ausschaltbar gemacht. Die eigentliche Idee ist, den schon anzuhaben, damit es eben bei feinen Lenkbewegungen nicht so aggressiv ist. Sprich, umgekehrt eigentlich. Also bei modernen Handys könnt ihr ihn eher anlassen, weil dann passt es in der Regel, weil die sehr linear sind. Also der Gyro macht wirklich, wenn ihr 3 Grad macht, dann gibt ihr halt auch 3 Grad an die App. Ja? Und dann ist natürlich auf der Geraden, wenn du ein bisschen das Lenkrad verreißt, schnell mal Unruhe drin. Deswegen eigentlich die Idee, den anzuhaben, damit ihr quasi um die Mitte rum weniger schnell das Handy verreißt. Ja? Und quasi umso mehr ihr macht, umso mehr passiert dann quasi auch an Lenkwinkel. Und man kann ihn ausschalten, weil dann ist es halt natürlich aggressiver um die Mitte, ne? Aber eigentlich nicht nötig. Also prinzipiell würde ich ihn eher immer anhaben, denn das ist der Soft Steering. Wie gesagt, situationsabhängig, mache ich es dann manchmal auch aus. Ne? Aber die Telefone, die quasi mit an dann nicht mehr fahrbar waren, die gibt es eigentlich nicht mehr heutzutage. Ne? Also wenn du sagst, du kommst mit Soft nicht um die engen Kurven, dann du hast den gleichen Lenkausschlag, du musst halt nur bei kleinen Bewegungen mehr machen. Ne? Und das ist echt, da muss man sich halt zwingen, wirklich mehr zu lenken. Aber eben, wenn das andere angenehmer ist, dann lass ihn aus. Ne? Im Prinzip könnt ihr auch sagen, lass den so lange aus, bis ihr das Gefühl habt, oh, das Auto ist mir auf der Geraden bei hohen Geschwindigkeiten zu unruhig, dann macht den an. Dann hilft er euch. Ne? Und solange das alles im kontrollierten Bereich ist, je nachdem, wie groß die Strecke ist, bei langsamen Geschwindigkeiten ist das eh kein Thema, könnt ihr dann auch auslassen, dann habt ihr eine direktere Lenkung. Also sagen wir, vielleicht kann man es auch so formulieren. Ne? Gut. Der Ulf meint, dass ich einen Vorteil hatte. Nee, Ulf, aber da ist kein Vorteil. Also die Setups sind da wirklich... Ich bin einfach besser, das ist der Grund. Und ich habe die Rauchwasser doch wieder heil gelassen. Also von dem her will ich nichts hören. Ja, so eine Art Dämpfung, so eine Art Reduktion. Also wenn du beim Handy 5 Grad lenkst, macht es halt an der App, kommen nur 3 Grad an sozusagen. Ja? Und erst
bei mehr wird es linear. Also bei 45 Grad sind es dann wirklich 45 Grad, so kann man es sagen. Ne? Mehr ist es nicht. Sprich, bei großen Lenkausschlägen habt ihr keinen Unterschied mit oder ohne Soft Steering. Ja, genau, also wie gesagt, Qualität, da sind wir auch happy mit dem Ganzen, mit dem Porsche. Es gibt ein Thema, das kam jetzt auch heute, habe ich gesehen, gerade ein bisschen hoch beim Service. Das sage ich euch gerne auch noch was dazu. Und zwar habt ihr jetzt ein paar Leute haben jetzt schon gemeldet, dass sie Probleme haben, dass die Vorderräder teilweise hängen bleiben oder nicht sauber laufen. Oder auch, dass die Vorderachse flattern würde beim Lenken, was aber die gleiche Ursache hat. Wir haben tatsächlich ein Problem, das haben wir jetzt leider erst während diese Autos schon in der Auslieferung waren, festgestellt. Und zwar ist es letztendlich ein Toleranzproblem, sodass die Vorderräder zu knapp am Radlager sind. Ja? Und wenn jetzt das Vorderrad mit 100%ig der Reifen rund auf die Felge geklebt ist, nicht ganz rund läuft, eine kleinste Abweichung ist, dann sind wir in einem Grenzbereich, wo es sein kann, dass die Räder ganz leicht am Radlager, wo sie montiert sind, anschleifen. Ja? Und da ja das Vorderrad kein Gewicht auf dem Boden hat und auch nicht aus Gummi ist, sondern aus Kunststoff, das läuft ja wirklich nur frei mit, reicht natürlich der kleinste Widerstand, dass es hängen bleiben kann. Und wenn es hängen bleibt, dann führt es dazu, dass es bremst und dann fängt auch die Vorderachse an, dieses Schlackern zu machen. Das kommt also auch tatsächlich von einem Rad, das quasi nicht richtig sauber frei läuft. Und das ist tatsächlich ein Problem, das haben wir jetzt leider zu spät festgestellt. Das war auch tatsächlich bei dem Muster noch in Ordnung. Dann wurde irgendwie nochmal was am Werkzeug verändert, was wir nicht mitgekriegt haben. Jetzt ist da die Luft zu wenig, das Toleranz zu eng und deswegen haben wir, also es betrifft nicht alle Fahrzeuge, es betrifft halt nur Fahrzeuge, wo halt die Toleranzen unglücklich liegen und dann kann es passieren. Deswegen war auch schon die Diskussion, liegt das jetzt am Rad oder liegt es am Radlager? Es sind ja mehrere Teile, die zusammengebaut werden und du musst am Ende des Tages genug Luft haben, genug Toleranz, damit es halt in keinem Fall berühren kann und momentan sind wir in einem Zustand, wo es in manchen blöden Fällen halt doch berühren kann. Manchmal reicht, ihr baut es einmal auseinander und steckt es wieder zusammen oder tauscht das Rad mit dem rechten Rad mit dem linken und es geht alles. Macht das bitte gerne. Wenn aber dann noch ein Rad dabei ist, das einfach doch mal klemmt, dann seid gewiss, wir haben das Werkzeug ändern lassen oder lassen es ändern und kriegen Ersatz. Sprich, der Service wird dann auch solche Räder, die Probleme machen, austauschen. Ja? Wird aber eine Weile dauern, weil jetzt in der Weihnachtsvorproduktion werden wir so schnell die Sachen nicht kriegen. Ist das leidige Thema. Aber also wenn der eine Probleme hat, dann bringen wir das definitiv in Ordnung. Kein Thema, ne? Aber ihr tut uns natürlich einen Gefallen, wenn er vorher einfach mal kurz vielleicht mal den Stift mal ein bisschen rauszieht oder mal guckt und es vielleicht selber zum Laufen kriegt. Es ist ein bisschen knapp, das ist nicht optimal. Ja, so what? Shit happens, ne? Das ist halt irgendwie schon komplex und sowas passiert. Das muss ich mal ein bisschen zurückscrollen, so wie ihr schreibt. Moment. Was seid ihr denn? Oh, was ist denn aus? Jetzt aber Helioborn drin. Klappt's nicht so richtig? Nee, gerade nicht. Ob meine Spiegel so aussehen wie dein, Ulf? Könnte schon sein. Warte mal, war es bei dem Porsche hier? Nö, der ist einmal frei, da ist noch gar nichts. Muss mal beim Silberlin schauen. Also, ich habe da schon mal aufgepasst. Ja. Silberlin hat Kratzer? Nee, nein, keine Kratzer. Sagt. Ja, so. Also, irgendwas hast du falsch gemacht. Gut. Ja, also es ist immer das Gleiche. Ne? Das heißt, ja, probiert, vergleicht. Porsche sehe ich noch kein Land gegen die anderen. Der Nächste sagt, ja, ich bin schon schneller mit dem Porsche. Aber da immer wieder Leute schreiben, sie sind auch schneller, und wir das ja auch gesehen haben. Also ihr habt keinen Nachteil mit dem Porsche. Es ist halt anders und es ist eine Ungewöhnung. Ne? Die Frontscheinwerfer dürften heller sein. Ja, nein, ja. Also dürften natürlich heller sein. Ist halt natürlich ein bisschen technologiebedingt, dass wir jetzt nicht vorne LEDs haben, sondern halt über diesen Lichtleitkanal gehen. Und gerade bei dem Porsche haben wir das mit dem Prisma auch noch sehr schön umgesetzt bekommen. Tatsächlich, Lichtausbeute ist halt letztendlich bei der Lösung irgendwo begrenzt. Klar, wenn ich vorne zwei LEDs reinbaue, dann habe ich natürlich ein helleres Licht. Beim Eigenbau kann ich das gut machen. Aber da sind wir wieder beim Thema. Wenn ich sowas mache, dann muss ich das Kabel anlöten, dann muss ich so ein Produkt in China zusammenbauen. Das ist echt so, dass das so ein bisschen was ist, wo man halt bei dem Gedanken Made in Germany vielleicht auch mal konzeptionell Abstriche machen muss. Ich hätte es auch gerne noch ein bisschen heller. Schauen wir auch, ob wir das noch besser hinkriegen. Aber wir sind noch an einem Folgeprojekt jetzt schon dran, wo wir auch gesehen haben, nee, es ist halt, ja, ne, so hell geht es halt nicht. Aber am Ende des Tages, ja, mein Gott. Ja, der Wunsch ist berechtigt. Manche Dinge lassen sich halt einfach technisch so ohne weiteres nicht umsetzen. Ja.
Wenn die Lenkung stramm geht, weil es einer gerade schreibt, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Da haben wir tatsächlich letztens auch einen Fall gehabt, da war einfach eine Gradbildung an dem Radlager. Das hat dann nichts mit dem Rad zu tun. Also wenn quasi diese Vorderachse hier, wenn das wirklich mal der Fall sein sollte, dass die nicht frei pendelt, sieht man das? So, diesen da macht, ja, sondern klemmt, dann ist eins der beiden Radlager fehlerhaft, hat einen Grat. Den kann man selber wegmachen, der könnte aber auch einschicken, dann schickt euch ein neues oder bringt es in Ordnung. Das sollte natürlich nicht sein, ne? Das hatten wir jetzt tatsächlich auch schon einmal. Ist das Fahrverhalten der kleinen Porsche 1 zu 1 vergleichbar mit den großen Modellen? Du meinst es mit dem 1 zu 1 mit dem echten Porsche quasi? Vermute ich jetzt mal. Naja, soweit das eine Simulation abbilden kann, würde ich sagen, also viel näher kommt man nicht ran. Also schon gar nicht mit einem realen Produkt, das auf den Tisch fährt. Also definitiv sind wir da verdammt nah am realen. Sicher nicht 100%, logischerweise gibt es da Grenzen. Kein Simulator, auch die besten Rennsimulationen der Welt sind nicht wirklich 100%. Die haben zwar viele Einstellmöglichkeiten und sind auch nah dran, aber da gibt es einfach immer noch Grenzen. Aber im Rahmen dessen, was heutzutage technologisch möglich ist, sind wir da schon verdammt gut, ja. Und dieses kleine Auto bildet halt diese Simulation, also sprich die Bewegung von dem berechneten echten Fahrzeug halt tatsächlich in der Realität ab, ne? Genau. Ja, Tuningfelgen ist natürlich eine Alternative. Schauen wir mal. Radlager rumdrehen. Ja, Leute, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, das sind teilweise echt, das ist so knapp, das ist halt einfach an der Toleranzgrenze. Baut es einmal auseinander, baut es wieder zusammen und dann läuft es vielleicht auch schon. Ne? Und wie gesagt, wenn es gar nicht will, dann meldet euch dann, sobald wir Ersatz haben, kriegt ihr Ersatz. Ne? Genau. Also Lösungen gibt es viele, ihr seid ja auch euch da gegenseitig schön am helfen. Wie gesagt, probiert es aus und wenn ihr nicht klarkommt, meldet euch. Aber es betrifft jetzt weiß Gott auch nicht alle oder viele Fahrzeuge, aber es ist halt nur mal ein Fehler, der definitiv auftritt und das bringen wir auch in Ordnung. Ne? 200 Kilometer fahren, genau. Das mit den Caps überlese ich jetzt mal. Der Lukas ist nicht da, deswegen ist die Frage heute überhaupt nicht angebracht. Oh, da ist ja auch eine Cap auf, verdammt. Entschuldigung, nix. Alles gut, fahr ruhig weiter. Ja, ihr liefert schon die ersten Zeiten ab, oder was? Ihr habt es ja nicht mal, ey. Das heißt, wir streamen schon wieder zu lange und schon wieder so viel Zeit haben. Ja, ich glaube auch. Ja, sie schreibt es ja auch, ein bisschen hin und her bewegen, das läuft sich auch tatsächlich ein, weil es ist eben so knapp dran, mit denen sagen, Muckesäckele, das ist ganz wenig, deswegen einfach mal ein bisschen fahren und wenn es sich einläuft, dann läuft das ja auch gut, ne? So. Ich muss jetzt mal diese Maus hier rüberholen, sonst kriege ich noch einen Krampf hier, weil ich jetzt nicht scrollen kann. So. Ja, durchgehende Lichtleiste am Heck wäre natürlich geil gewesen, aber auch das ist einfach, war jetzt formbautechnisch, werkzeugtechnisch nicht wirklich sinnvoll machbar. Die ist ja da, aber dass da Licht durchgeht, schwierig. 11.1. 11.1. Ja, da bin ich ja beruhigt. Ja. Mehr geht nicht. Ja, also ihr seht schon. Ja. Kannst du mal, jetzt mache ich jetzt gleich mit ohne Assi. Porsche Felgen in Weiß wäre auch noch was, oder? Mann, oh, ich bin hier unten angekommen beim Scrollen, sehr schön. wenn du einen roten bekommen hast und einen silbernen noch nicht, dann ist das eigentlich. Moment, also nochmal. Ach so, du warst einer von denen, die einen gewonnen haben, wenn du die Nummer 3 kriegen sollst, ne? Aha. Ja, das liegt einfach daran, dass diese niedrigen Nummern bei uns in Speyer sind und wir die separat verschicken. Sind aber eigentlich... Was aber eigentlich auch passiert. Die sind heute... Gestern sind die rausgegangen. Guck mal, ne? Ja. Also kommt auch. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir die in Speyer verschicken mussten. Und von Speyer aus deswegen kommt... Ja, nee, gleich fahren die definitiv nicht. Also da habt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal viel, viel mehr Spielraum. Wie gesagt,
Klar, hätte man es vielleicht dezenter lösen können, aber sorry, ich nutze ganz gerne die technologischen Möglichkeiten bei sowas aus und wir wollen es ja auch entwickeln mit dem Produkt und das ist ja alles noch gar nicht am Ende. Die Simulation wird immer komplexer, wird immer filigraner und viele mehr Möglichkeiten und wir wären ja bescheuert, wenn wir es nicht auch nutzen würden. Es lässt sich halt nicht immer alles gleichzeitig nachziehen. Also wenn ich ja mehr Möglichkeiten habe, dann hink ich vielleicht so ein bisschen in der Menüführung nach, weil ich vielleicht andere Dinge separat einstellen müsste. Habt ihr auch gut festgestellt mit dem Thema, dass der Driftassistent, das war übrigens auch ein Punkt, wir gehen jetzt auch gleich nochmal durch über das, was ihr mir alles geschrieben habt im Forum. Ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt. Eine gute Idee ist auf jeden Fall, dass man sagt, dass man die Einstellung vom Driftassistent und vom Softsteering fahrzeugabhängig macht quasi oder setupabhängig macht sozusagen. Und nicht mehr global, weil natürlich das bei manchen Fahrzeugen so Sinn macht, bei manchen anders. Ne? Das war aber damals nicht absehbar. Da waren wir ja lang nicht so weit mit diesen ganzen verschiedenen Möglichkeiten und Setups. Deswegen war es global und das jetzt umbauen ist halt nicht mal eben gemacht. Aber habe ich auf jeden Fall mal mitgenommen und ist eine gute Idee. Ne? Das ist auch die beste Frage heute Abend. Nummer 2 kommt auch. Hier. Wie viel Geld sollen wir bis Jahresende noch für neue Produkte zur Seite legen? Also mal angenehm, wir würden alles kaufen, was ihr noch rausbringt. Also ich kann euch jetzt beruhigen, so lange müsst ihr das gar nicht zurücklegen, das Geld. Wir arbeiten dran. Mehr sage ich nicht. Ich lese gerade nur die Antwort auf eine Frage mit den Targets, aber wahrscheinlich die Frage, ob nicht die neuen Targets reinkommen. Nee, hier, ist die da Antwort. War die Frage. Ja. Da sind die, ist die neuen. Das ist ja die Antwort quasi. Ne? Wo war es hin? Da ist die Frage. Ja, genau. Nee, also ist völlig richtig beantwortet. Einfach weil die A, passen sie in die Schachtel durch vom Format her und B, ist es auch so, dass natürlich diese wiederablösbaren haben natürlich eine andere Haltbarkeit und Wertigkeit und Flexibilität von Untergründen. Ja, ich möchte jetzt nichts beilegen im Standardprodukt, dass jemand, der sein Auto alleine kauft und daheim auf dem Wohnzimmerboden fährt und dann klebt er das Ding irgendwie auf sein Parkett, ja, und dann kriegt er das vielleicht nicht mehr ab oder kann es nicht länger benutzen. Deswegen machen oder wir Schäden. Schon, ja, die ja. Gehen schon wieder ab, aber das halt ja nicht ewig. Und deswegen machen die irgendwie schon Sinn, aber andererseits machen die anderen halt für verschiedene Fehler auch Sinn. Deswegen haben wir das als Alternative gebracht. Ja. Und ja, ich sag mal ganz glücklich bin ich auch noch nicht, dass wir da nicht eine Lösung haben, die alles abdeckt. Da sind wir aber auch dran. Also wenn so was Bestes einfällt, dann kommt da vielleicht auch noch mal was. Aber aktuell haben wir ein ganz gutes Konzept, dass du die einen hast, für diese, mit den Vorteilen, die halt die Saugnapffolie bietet und diese, ich nenne es jetzt fast mal schon Wegwerf-Targets, also Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber Papier-Targets, ja, die man mal eben irgendwo installiert und wo es auch nicht so schlimm ist, wenn man was drankommt, dann macht man mal Neues drauf. Ja. Also das sind so, ja, und dann haben wir da keine beste Lösung, aber ihr wisst ja, wir sind an allem dran, ne? Driftaktien, ja. Wir arbeiten dran. Okay. Jetzt wechseln, das geht kaputt. Ja. Wie meinst du das jetzt? Dagobil, wo waren denn letzte? Leute. Ja, hier geht es aber schon wieder rund, ne? Also diese, ich weiß nicht, wie die Streamer das machen, wenn die da irgendwie, aber ich glaube, die lesen auch noch die hundertste Frage teilweise, ne? Wenn man da alles mitkriegen will, was ihr da schreibt, das ist echt tricky. Ja. Findest du gar nicht mehr, oder? Mm-mm. Geh nochmal runter, weil ich verstehe, was ihr alle versucht, du mir mal zu erklären, was er meint. Hast du das vorher gelesen gehabt? Nee, deswegen hätte ich jetzt auch gerne den Anfang davon gesehen, um das nachzuvollziehen. Also wir haben es nicht ganz verstanden. Was haltet ihr von eurer Kryptowährung? Driftcoin. Das ist doch mal ein Plan. Aber nicht nur in-app dann, ne, sondern richtig. Ja. Also, lass mal kurz. Hier waren wir ja eben schon. Ja, verstehe nicht ganz die Idee von der Frage, aber letztendlich ist das Clubsport-Setup bei allen Fahrzeugen eben so ähnlich, dass man tatsächlich sehr vergleichbar fahren kann. Ne? Mit leichten Unterschieden halt. Fahrzeug. Mein Spoiler fährt nicht raus. Ja, das tut mir leid, da ist was kaputt, da musst du mal einschicken. Gut, sehr geil. Kannst du ja mal ein bisschen noch mitlesen und sagen, wenn du was findest? Die BBS-CHR-Felgen passen natürlich an den Porsche, aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie so richtig gut aussehen, weil der Porsche ja sehr große Räder hat und vor allen Dingen hinten nochmal einen Zoll größer wie vorne, was wir ja auch genau im Modell so gemacht haben. Sprich, ich glaube, dass die hinten ein bisschen armselig aussehen werden. Bringt mich aber auf eine Idee. Naja, mal gucken. Schauen wir mal. Genau.
Nee, aber wie gesagt, können wir probieren, muss man mal anschauen, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach momentan nicht so gut aussieht, ne? Weil die Räder halt doch größer sind. Ne? Essen Motorschau ist auch nichts dieses Jahr, ne? Nee, haben wir tatsächlich gecancelt, weil einfach die Bedingungen sind so schwierig im Moment. Es kam auch die Frage die Tage hoch, ob wir in Dortmund auf der Modellbaumesse sind. Nee, also wir haben überlegt, nach Friedrichshafen zu gehen. Das wäre eine Messe, die für uns relativ sinnvoll ist grundsätzlich, ja. Ist auch nicht ganz vom Tisch, aber echt bei diesen ganzen Bedingungen und den ganzen Tag damit Maske rumlaufen, also ich weiß nicht so recht, ob ich das meinem Team antun kann und will. Und ob wir uns dieses Jahr nicht da nochmal ein bisschen zurückhalten. Es ist halt einfach schwierig im Moment. Und Friedrichshafen könnte noch passieren, ansonsten eher nichts. Nee. Aber nächstes Jahr ist ein Motorshow ganz bestimmt wieder, da gehe ich mal stark von aus. Ne? So, jetzt gucke ich mal ganz kurz nochmal, was wir hier an Fragen hatten vom Forum, dass wir da auch nichts vergessen. Das hatte ich euch alles gesagt. Ah ja, ein Punkt übrigens nochmal, das ist jetzt nicht im Forum eine Frage gewesen, aber ein wichtiger Punkt, was ich noch nicht gesagt habe, weil auch das so ein Punkt war, der jetzt angesprochen wurde. Wenn man jetzt, teilweise habt ihr gesagt, bei hohen Geschwindigkeiten, dass euch das Auto ausbricht. Der Punkt ist der, bei den alten Setups, jetzt rede ich nicht von Clubsport, sondern von den, allgemein von den Setups, sowohl als auch, sind die Autos gerade auch bei höheren Geschwindigkeiten sehr untersteuernd gewesen. Das heißt, und die schieben auch über alle Räder, das heißt, ihr habt dann oft bei, wenn ihr mal so die großen Strecken, wie heißt unsere Strecke unten? Vom Bahn im Ring. Kennt ihr, also große Strecken, wo man wirklich auch ein bisschen Speed machen kann. Ja, wenn ihr dann quasi auf der Stadtzielgerade die lange Kurve fahrt, dann hat man doch die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger Gas gegeben und dann hat man eine Kurve so gemacht. Ne? Mhm. Weil das Auto untersteuert hat, voll eingelenkt. Die Assistenten haben im Prinzip verhindert, dass es zu viel des Guten wird. Und dann hast du gehofft, dass du rumkommst irgendwie. Ne? Ja. Machen wir bei einem echten Auto das Gleiche, dass du praktisch bei 120 Sachen das Lenkrad voll an Anschlag drehst. Also wenn ein Auto das dann nicht im Heck weggeht, weiß ich nicht. Und das ist so ein bisschen der Punkt, übertrieben gesagt, dass der Porsche halt dann reagiert, ja, bei den hohen Geschwindigkeiten. Sprich, was ihr machen müsst, was ihr mal probieren müsst, ist wirklich dann Nerven behalten und eben nicht diesen da machen, sondern wirklich nur ganz dezent einlenken. Achso, man sieht mich gar nicht, oder? Doch, aber jetzt besser, vielleicht ein bisschen besser, ja. zur also Bewegung. Wirklich dezent einlenken, mit Gefühl einlenken, nicht zu viel machen, ne? Und der reagiert, die Vorderachse funktioniert bei diesem Auto eben nochmal ganz anders. Heißt auch so schön bei dem 911, dass die Vorderachse so gut wäre. Also offensichtlich haben wir das tatsächlich gut getroffen. und dann kriegt ihr den tatsächlich auch mit hohen Geschwindigkeiten eigentlich noch sogar viel besser um diese schnelle Kurven. Ihr müsst nur halt aufpassen, dass er nicht voll einlenkt und dann der halt einfach zu viel macht. Mir ist er noch ein bisschen zu aggressiv, weil man dann natürlich da wirklich aufpassen muss. Und da werden wir auch nochmal entschärfen. Also es ist nicht so, dass wir fertig sind. Wie mit allen Setups, wir sind ja immer, wenn wir Ideen haben, was besser zu machen, dann kommt auch mal wieder ein Update. Und ich bin mir ziemlich sicher, da wird auch eins kommen, dass der Porsche bei den höheren Geschwindigkeiten noch ein bisschen weniger giftig ist, sage ich mal. Ne? Ein bisschen weicher auf der Vorderachse. Das werden wir sicher nochmal machen, das ist mir auch aufgefallen. Aber wenn man das im Kopf hat und einfach das den Lenkgewohnheiten ein bisschen ändert, dann funktioniert es schon auch jetzt wunderbar. Ne? Genau. Hier fragt gerade jemand, wer Peters Urlaub genehmigt hat. Ich nicht. Ne? Du? Ne. Ich bin hier neu. Alles gut. So, kommen wir gehen nochmal durch. Frage. Genau, das hatten wir. Ja, ob man das Carrera-Logo von der Auflösung her besser machen kann? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das könnte man wohl, ja. Mal gucken. Ihr habt Sorgen. Aber berechtigt. Alles klar. Genau, jetzt sind wir mit den Fragen eigentlich schon durch. Lassen wir vielleicht ganz kurz mal draufschauen, was wir hier, wir haben ja den Thread offen hier. Gehen wir ganz kurz genau. Ist also gut. Und dann gucken wir doch mal kurz, ob da jetzt noch was reinkam im Forum, dass wir auch nichts vergessen. Mal gucken wir das hier mal. Das brauchen wir noch. Lass mich kurz. Oh, was haben wir denn hier noch? Oh ja, guck mal, also wenn das die letzte Frage war, ich aktuelle das hier nochmal ganz kurz, dann haben wir es ja alle. Carrera-Logo, genau. Okay, alles klar, super. Kannst du wieder zurückgehen. Dann sind wir mit euren Fragen erstmal durch. Wenn ihr jetzt noch welche habt, dann her damit. Also ein Ding habe ich noch, und zwar kam ja auch der Punkt, das hat jemand geschrieben, ja, wie das geht, um im Rallyland käme man nicht um diese doppelte Schikane da so richtig rum. Ich weiß ja nicht, ob du dabei bist. Fährst du Rallyland im Race-Setup oder im Drift-Setup, diese Schikane? Und beziehungsweise im Race-Setup auf Schotter oder auf Asphalt? Weil das ist nämlich eine grundsätzliche Frage. Weil ganz ehrlich, also im Race-Setup mit Schotter kommst du mit keinem von den Drift-Racern da vernünftig durch. Also die steuern ja alle gnadenlos. Ne?
auf Schotter haben wir halt, wie schon gesagt, klar, man muss ein bisschen anderer Fahrstil fahren, ist dann natürlich grenzwertig, aber geht schon. So. Und wie gesagt, Driftassistent dann natürlich ausmachen. Bei solchen mega engen Strecken, da hilft es echt, den auszulassen. Ne? So. Startampel inklusive Ton, verstehe ich nicht ganz, haben wir doch. Aber wenn ihr noch wirklich Sachen habt, dann bleibt mal bitte ein bisschen beim Thema Porsche, weil ich würde euch gerne heute irgendwie alles mitgeben, was halt da so relevant ist. Klar gibt es immer tausend Dinge, auch kein Thema, könnt ihr euch fragen, aber wie gesagt, wenn ihr noch was Spezielles habt zum Porsche, dann gerne her damit. So sehe ich jetzt gerade hier nichts mehr. Ja, was können wir denn noch sagen dazu? Erst mal nichts, mehr fällt mir gerade nicht ein. Aber ich fahre noch eine Runde. Wie spät haben wir es denn? Du wolltest noch, glaube ich, von Gelsenkirchen erzählen. Das, oder? Genau, das machen wir jetzt noch ganz kurz, aber dann würde ich auch noch mal eine Runde fahren hier mit Driftassistent aus. Versprochen ist versprochen. Also, Gelsenkirchen. Wir waren am Wochenende, Freitag, Samstag, waren wir in Gelsenkirchen und haben dort unser erstes Event gehabt mit der Drift Event GmbH. Unser erster Partnertag, wo wir euch eingeladen haben, wer Interesse hat, wer sich ernsthaft vorstellen kann, für und mit Drift ein Business aufzubauen. Das wollte da mal vorbeikommen und dort haben wir euch einiges erzählt. Und ja, war eine sehr gelungene Veranstaltung, war super, also auch mal mit dem ganzen Event-Team das so zusammen zu machen, lief alles sehr, sehr schön und waren auch ordentlich Leute da. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben euch da eine Geschäftsmöglichkeit präsentiert. Ich habe gemerkt, dass es so ein bisschen gedauert hat oder vielleicht beim einen oder anderen auch noch so ein Ding ist, was man erstmal noch realisieren muss, dass wir so ein bisschen den Spieß umgedreht haben, sage ich jetzt mal. Bisher habt ihr uns ja auch schon bei diesen ganzen Events und Messen unglaublich unterstützt. Und es waren auch nicht wenige, die da dabei waren, natürlich auch die das bisher schon getan haben. Die quasi wirklich, um uns zu supporten, weil sie Spaß an der Sache haben, mit auf Messen und auf Veranstaltungen gegangen sind und dort Drift präsentiert haben. Also da haben wir ja wirklich die verrücktesten Sachen erlebt. Jetzt ist es aber auch so ein bisschen in den Köpfen natürlich noch drin und jetzt kommen wir plötzlich und sagen, das Ganze ist eine Geschäftsidee und ihr könnt ja Geld verdienen und wir haben aber auch Erwartungen an euch und Gebietsschutz und solche Geschichten, wo man sagt, da könnt ihr dann wirklich was aufbauen. Da habe ich gemerkt, da waren manche gedanklich so ein bisschen, wir machen doch was für euch, wieso sollen wir da jetzt so was für machen? So dieses, ich muss jetzt erstmal im Kopf umswitchen. Und das ist auch sicher nicht für jedermann, das ist auch völlig in Ordnung. Und ihr dürft uns immer auch jederzeit weiter unterstützen. Der Witz ist ja, dass wir auch da wieder, genau wie bei dem ganzen Wettbewerbsthema, nichts einschränken, sondern nur weitere Möglichkeiten ins Spiel werfen. Ja? Also um Gottes Willen, wenn Events sind und auch gerade wenn Eventpartner in der Region aktiv werden und wirklich sagen, ich will hier ein Business machen, die werden auch immer Fahrer brauchen, die sie unterstützen. Ihr wisst, wie es ist. Ein Fahrer allein, ein Promoter allein auf so einer Messe, auf so einem Messestand oder auf so einem Firmen-Eventstand, ja gut, er kann ein bisschen was vorführen, aber geil wäre es, wenn da 2, 3, 4, 5 Leute sind, Spaß haben, racen und die Leute da zuschauen und eine geile Show kriegen, ja. Und uns geht es darum, euch da ins Boot zu holen, dass ihr in Zukunft das nicht mehr nur uns zuliebe macht, sondern eben umgekehrt, dass ihr wirklich da auch eine Möglichkeit habt, das heißt eben mit unterstützen, was zu machen, da ist dann der Eventpartner derjenige, der euch vielleicht einlädt und das entsprechend mit euch regelt. Aber ganz besonders halt für die Leute, die wirklich ernsthaft ein Business machen wollen, hier eine richtige Geschäftsmöglichkeit aufzuzeigen. Und das haben wir bei dem Tag versucht, rüberzubringen. Und da hat es auch bei manchen ganz schön gerattert. Aber wie gesagt, trotzdem ist es halt eine sehr andere Herangehensweise wie bisher. Die Idee ist wirklich hier, euch eine Möglichkeit zu geben, wenn ihr das wollt. Und das ist ganz bestimmt nicht für jeden außer Frage, weil das ist eben tatsächlich, das geht über ein bisschen mal aus Spaß, mal ein Wochenende ein bisschen driften, geht es hinaus, ja. Also wenn wir davon reden, vielleicht wirklich jeden Monat mal ein Event zu machen, weil darunter ist es eigentlich dann noch nicht wirklich Business, dann heißt es halt auch, alle 4 Wochen mal irgendwo zu sein. Ja? Oder alle 6 Wochen am Anfang vielleicht. Ja. Und das kann und will nicht jeder. Ist auch völlig in Ordnung. Es muss auch nicht jeder. Aber der eine oder andere ist dabei. Und das haben wir jetzt auch schon durchaus von einigen Leuten jetzt positives Feedback und auch wirklich schon Zusagen bekommen. Die sagen, ja Mensch, das ist doch mal mega. Da kann ich mir echt nochmal mit einem was, wo ich echt Spaß dran habe, auch ein ernsthaftes Business aufbauen. Also man muss wirklich beide Visionen haben. Die Vision, ich kann hier Drift unterstützen, ich kann Spaß haben, ich kann da sowas machen, was ich gerne mache, aber auch die Vision, verdammt, das ist ein Business. Ich kann hier wirklich richtig ernsthaft mir einen Nebenerwerb aufbauen. Ja. Und das wird eine Challenge sein, euch das mit noch... Mit Spaß Geld verdienen. Ja, aber es ist natürlich auch Arbeit, unsere Frage, keine Frage. Und das müssen wir euch auch vermitteln und das müssen wir euch letztendlich irgendwann auch beweisen, weil das ist ja der Punkt, wenn du was Neues machst. Wir können noch nicht sagen, hier ist der Hans Meier, der hat letztes Jahr mit Drift so viel Geld verdient. Ja? Weil wir haben es bisher nicht gemacht, ist neu. Wir haben schon viel Erfahrung, es gibt ganz viel Erfahrung von solchen Events, es gibt ganz viele
Belege in Form von durchgeführten Veranstaltungen, ja. Aber nicht in der Form dieses Geschäftsmodells und wo Leute wirklich selber sich was aufgebaut haben. Deswegen müssen wir Anfang machen, müssen schauen, müssen ganz viele Leute ansprechen und ihr müsst einfach gucken, bin ich da richtig, habe ich da Bock drauf, will ich es probieren. Das geht auch mit erstmal sehr geringem Risiko. Man muss ein bisschen investieren, weil das ist natürlich alles auch ein Aufwand. Aber wir haben versucht, das Risiko da so klein wie möglich zu halten. Und ja, am Ende des Tages werden das hoffentlich viele probieren und sicher nicht alle dabei bleiben. Aber solange es für alle eine gute Sache ist und es nachher keiner bereut, ist es erstmal für alles gut. Ja? Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es waren natürlich lange nicht alle da, die Interesse hatten an dem war ja erstens für manche auch ganz schön weit und hat doch nicht jeder Zeit gehabt an dem Tag. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, wir werden das auch anderweitig anbieten. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass wir das Ganze nochmal online machen werden, und zwar schon am kommenden Montag. Montagabend, 18 Uhr, gibt es ein Online-Briefing. Eine Videokonferenz sozusagen, ja, mit Klaus Wächter, ich bin auch dabei, Geschäftsführer von der Event GmbH und dann mir und ein paar andere vielleicht noch. Und wir werden euch dort nochmal quasi, ja, ein Zoom-Meeting letztendlich, ist man nicht auch Zoom, glaube ich schon, ja, werden wir euch nochmal die ganze Geschäftsmöglichkeit nochmal präsentieren, genauso wie eben auch in Gelsenkirchen. Also gerne auch die schon dabei waren, gerne nochmal reinklinken, wenn es euch nochmal interessiert. Gibt natürlich auch ein paar Neuerungen, weil wir haben dort ja auch, war das erste Mal, ein paar Dinge gemerkt, die nicht gut ankamen, ne, von der ganzen Geschichte, wie das alles laufen soll, wo wir auch gleich gesagt haben, okay Leute, wenn das für euch, wenn ihr da Bauchweh mit habt, machen wir es anders. Wir wollen ja eine gute Lösung haben und machen es ja mit und für euch und bringt ja nichts, da was zu tun, was quasi den Leuten dann ein gutes Gefühl gibt. Also haben wir da eine Sache nochmal geändert und das werden wir euch dann, wie gesagt, am Montag dann präsentieren. Also jeder, der da Bock hat, wenn er noch nicht dabei war oder dabei sein will jetzt, einmal melden bei kontakt@trifftevent.de. Ja, also auf der Trifft-Event-Seite findet ihr auch die E-Mail nochmal. Da kurz mal den Klaus Wächter anschreiben und dann kriegt ihr die Einwahldaten und dann könnt ihr da gerne dabei sein und euch mal anhören, was da gemeint ist. Und dann muss man setzen lassen und mal überlegen und wie gesagt, es wird nicht für alles sein. Aber auch wenn ihr jetzt vielleicht jemand wisst, wir schauen jetzt ja auch nicht so viele bei dem Stream zu, wo ihr sagt, Mensch, für den könnte es echt eine Idee sein, auf sich geschäftlich was aufzubauen, dann gebt es bitte weiter. Und ja, dann ladet ihn ein, dass er da vielleicht am Montag einfach mal reinhört. Und wie gesagt, ist eine Möglichkeit, man kann es sich anhören. Wenn es nichts für einen ist, alles gut, es ändert nichts. Ihr könnt weiter auch so Events machen, ihr könnt weiter auch so an solchen Events teilnehmen. Aber es ist einfach eine Möglichkeit, wo wir sagen, das ist Potenzial, warum sollen wir das nicht tun? Und wenn wir es tun und das Ganze nur über die Community zu leisten ist, weil wir es als Firma gar nicht machen können, also warum dann auch nicht ein Geschäftsmodell aufbauen, wo ihr da auch entsprechend, ja, euch wirklich selber was aufbauen könnt. Das ist die Idee dahinter. Ne? So viel dazu. Genau, genug geredet, würde ich sagen. Jetzt habe ich meinen Zettel durch. Wir haben auch schon wieder anderthalb Stunden auf der Uhr heute. Gut, wie viel sind wir denn da hier noch? Ich gucke gerade. 85. Ja, ist ordentlich, ne? Für die Uhrzeit. So, ihr Lieben, wer jetzt noch nicht genug hat, der kriegt jetzt noch eine Runde ohne Driftassistent. Eingestellt habe ich ja schon. Komm, schauen wir mal. Abfahrt. Ja. Mikrofon. Sonst hören sie dich nicht. Wenn dann richtig. So. Also, gleiches Spiel. Hast du mich denn gerade gesehen? Ich steige mal direkt ein. Könnten wir natürlich erstmal warm fahren, aber. Ja, ist so schön. Eine gewisse Arroganz gehört dazu. Das sieht man schon, ne? Oh. Das ist eine Umgewöhnung, ne? Ah, vergessen. Haha, okay. Diese Stelle. Servus, Peter. Okay, das machen wir nochmal. Alles geht, es ist halt ein anderes Fahren und das Risiko natürlich abzufliegen ist natürlich ungleich größer. Ne?
Ob ich tatsächlich schneller bin, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob meine Hände seht. Ich gehe mal ein bisschen rüber, dass man ein bisschen was sieht. Ja, sieht man. Also ich bin nicht in die Kurve, ne? Aber so geht's halt. Man kann es halt schon anders rumschmeißen, ist einfach klar, ne? Ich bin ja mal gespannt. Schön war das nicht, also das ist schön, schön war schon, aber es war wild. Nee, da bin ich noch weit weg. Eine 1.14.2 war das jetzt, ne? Da war es aber eben 5 Sekunden schneller. Ja, ja, aber erster Versuch und also da ist schon noch Luft, aber nochmal, es ist halt relativ schnell passiert, dass man sich auch mal ja, verabschiedet quasi, mhm. Ne? Aber es, ja, ich komme nochmal rüber, ich sag mal gleich was dazu. Jawohl. Ups. Habe ich schon gesagt, dass wir noch ein Mikro brauchen? Ja. Also das Schlimme ist wirklich, auch eben wieder, das ist anstrengend, aber es macht Spaß. Weil du bist halt nochmal ganz, ganz anders agil dabei bei der Sache. Ob es nachher schneller ist, das dürft ihr uns jetzt, da dürft ihr uns jetzt aufklären, werden wir ja nach der Runde sehen. Also ich glaube, an der Stelle würde ich euch doch echt mal bitten, schreibt doch bitte mal in eure Rundenzeit immer schön mit rein, ob ihr mit oder ohne Assistent gefahren seid. Ne? Das wäre super und dann werden wir nochmal außen gucken, mal nachher, was am Ende des Tages besser geht. Cocktailschüttel, genau. Jawohl. Ja, es ist, wie gesagt, ist ein bisschen wild und ja, immer schön Telefon festhalten, dass da nichts passiert und dann ist alles gut. So, die Ersten gehen schon schlafen. Gut, ja, es reicht auch wieder, Leute. Ja. Reicht jetzt auch. Ja, wenn ihr nicht noch irgendwas Dringendes wissen wollt, genauso fahre ich mit Assistent. Ja, nee, da machst du zu viel. Also mit Assistent kannst du deutlich ruhiger lenken. Da brauchst du das nicht. Gut. Der ersten Finish kam. Ich höre schon, ja. Okay, ihr Lieben, also dann würde ich sagen, Hammers, wenn noch was ist, ja, wie gesagt, man ist ja alles sich am Entwickeln und ja, ne? Gibt ja genug Kanäle. Also, schön üben, mal schön ran gewöhnen und dann Feedback geben und weiter geht's. Alles wird gut. Ne? In diesem Sinne. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen. Macht's gut, schönen Abend, ciao, ciao.